Am Montag, 14. Oktober 2013, rücken die Angehörigen von der Prattler Feuerwehr zu einer besonderen Übung ins alte Feuerwehrmagazin ein. Obwohl keine spezielle Ankündigung in der Öffentlichkeit stattgefunden hat und keine Prominenz anweisend ist, ist allen klar, das ist ein besonderer Moment. Es ist das letzte Mal, dass man sich hier zu einer Übung trifft. Nachher wird man im neuen Feuerwehrmagazin in der Stockmatte einrücken. Während im Mannschaftsraum die Vorbereitungen für das historische Ereignis in vollem Gang sind, ist es auf dem Vorplatz vom alten Feuerwehrmagazin noch recht ruhig. In der Garage sind die Fahrzeuge wie gewohnt abfahrtsbereit und der Kommandant, der Hauptmann Stefan Bielser, orientiert sein Kader. Ich begrüße euch, letzte Übung im alten Magazin. Wir haben heute vor Ort, dass wir zögeln wollen. Aber Stockmatt, St. Jakobsstrasse 70. Wir gehen jetzt etwas Material noch zusammensammeln, was noch da ist, auf die Fahrzeuge laden und dann im Konvoi runterfahren. Vorher werden wir hier vorne aufkolonnieren, werden noch ein kleines Konzert veranstalten und langsam runterfahren ins Magazin mit blauem Licht ohne Horn. Im hinteren Teil des Areals besammelt sich die Mannschaft. Die Prattler Feuerwehr scheint keine Nachwuchssorgen zu haben. Die Mannschaft wird am Kommandant gemeldet. Merci. Oben zusammen. Fahrzeuge werden vor dem Magazin parat gestellt. Bekannterweise ist das alte Magazin auf dem ehemaligen Friedhof gebaut worden, wo unter anderem auch Basler Kämpfer, die 1833 bei der Schlacht an der Hülfte Schanze umgekommen sind, begraben liegen. Das Sirenenkonzert dürfte die letzte Ruhestörung der Prattler Feuerwehr sein. Fahrzeug um Fahrzeug macht sich jetzt langsam auf die Fahrt via Muttenzer Strasse ins neue Feuerwehrmagazin in der Stockmatt. Erstaunlich der grosse Fahrzeugpark. Da wir aber noch keine Energiewende haben, spielt das keine Rolle. Ankunft vom Fahrzeugkonvoi beim neuen Feuerwehrmagazin in der Stockmatt. Das kann halt passieren, das erste Mal. Ein paar Feuerwehrmannen suchen den Lichtschalter im neuen Feuerwehrmagazin. Gefunden. Das ist halt schon eine ganz andere Dimension als im alten Magazin. Das freut den Kommandant, Mannschaft und Fahrzeug, was mit einem Konzert zum Ausdruck gebracht wird. Ein ganz wichtiger Punkt gibt es bei einer sennigen Zügelte. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr darf zu keinem Zeitpunkt gefährdet sein. Im Rahmen dieser Übung machen sich die Arbeitsgruppen sofort dran, um sich mit dem Magazin vertraut zu machen. Das gibt auch dem Kommandanten, Stefan Bielser, kurz Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Heute, am 14. Oktober, sind wir für Prattlen ausgezogen aus dem alten Feuerwehrmagazin, mitten im Dorf, aber in St. Jakobsstrasse 70, in der Stockmatt, das neue, tolle Feuerwehrmagazin beziehen, das nach etwas einem Jahr Bauzeit fertig geworden ist. Heute haben wir eine Kompanieübung, so dass wir alle das Magazin kennenlernen und dass wir am 26. Oktober ein tolles Einweihungsfest feiern können. Und unsere Leute das Zeug natürlich alles kennen und von heute oben an auch ausrücken können.